Servus. Das nächste Thema ist Ehrgeiz. Ehrgeiz versus Verbissenheit. So, Ehrgeiz ist ja im Grunde genommen ist eine feine Sache. Man will was erreichen und man tut was dafür. Aus meinen Coachings und aus Telefonaten, Mails, Messengers, so, weiß ich, dass das Thema Ehrgeiz für viele der Grund ist, warum sie sehr stark verkrampfen und unter Druck kommen. Druck, mache ich nochmal ein extra Thema drum über Druck, aber nur mal kurz. Druck ist ja was, was im Innen geschieht, in erster Linie, sagen wir mal. Selten im Außen. Und durch den Ehrgeiz, den man hat, weil man natürlich eben, wie vorher gesagt, im vorigen Post über die Ziele, weil man seine Ziele unbedingt erreichen will, meistens schnell, ohne Geduld und vor allem, und das ist das Entscheidende, verbissen. Ja. Das macht viele zu verkrampfenden Spielern, die weit weg sind, im Wettkampf oft weit weg sind von den Trainingsleistungen, wo die doppelt nur so flutschen, die Highscores, einer nach dem anderen kommt und die Shortlegs täglich ganz easy daherkommen und der Wettkampf dann so aussieht, als wie da nur ein Abziehbild von jemandem steht und man fühlt sich dann auch so wie die schlechtere Version von sich selbst. Vieles geschieht durch zu großen Ehrgeiz. Wobei ich das Wort Ehrgeiz, der Ehrgeiz ist im Prinzip eine feine Sache. Wenn ich mich selbst nehme, ich kann verlieren. Ich bin ein guter Verlierer, wenn man so will. Viele sagen ja, man darf kein guter Verlierer sein. Ein guter Verlierer meine ich, ich suche nicht bei meinem Gegner oder bei der Umgebung die Schuld, sondern ich kann die Leistung meinen Gegner respektieren und suche zuerst einmal die Fehler, warum es nicht geklappt hat bei mir selbst. Also gut im Umgang mit meinem Gegner, wenn ich verloren habe. Was aber nicht heißt, dass ich nicht ehrgeizig bin, sondern ich will gewinnen, wenn ich Mensch ärgere, dich nicht spiele. Also, ja. Wobei ich dann, wenn ich verliere, dann habe ich verloren. Das ist so. Mich das nächste Mal wieder gewinnen. So ist es auch beim Dart. Ja, manche kennen mich und die meisten werden eigentlich, die mich kennen, werden wissen, egal ob der gewinnt oder verliert, er ist nie ein Arschloch. Gut, wobei das ja immer eine Wahrnehmungssache ist. Ehrgeiz ist eine feine Sache, wie gesagt, ohne Ehrgeiz ist schwierig, dass man wirklich auch höhere Ziele erreicht. Aber, und das ist das Entscheidende, was viele eigentlich, was ich der Meinung bin durch meine Arbeit, viele verwechseln Ehrgeiz mit Verbissenheit. Und wenn ich jetzt Fußballspieler bin, Handballspieler oder in einer Mannschaftssportart, wo viel über Körper betont, läuft und vielleicht sogar aus dieser Sportart komme, weil ich die 10, 20, 30 Jahre lang gespielt habe und bei vielen ist es ja auch so, ja, dann weiß ich, dass ich vieles, was nicht so läuft im technischen Bereich oder so, ja, ich mit anderen Sachen kompensieren kann. Zum Beispiel beim Fußball kann ich immer nur über den Kampf kommen, über Einsatz. Konnte es kaschieren und meine Leistung gerade rücken.
das unbedingte Wollen, das Verbissene, das jetzt, ja, und die versuchen dann viele auch genauso umzusetzen im Dartsport. Das geht phasenweise gut, aber eben nur phasenweise. Also man kann sich ja mal pushen, aber man muss auch da schauen, im Spiel pushen, dass man einfach genau die Waage hält. Die ist natürlich bei jedem individuell anders. Der eine braucht ab und zu ein bisschen Adrenalin, dass er nicht zu lasch wird. Der andere hat zu viel Adrenalin, der muss runterfahren. Ich sage einmal, Beispiel, so wie ich das gesehen habe, von einem Gavin Price, den ich als unglaublich guten Spieler schätze und ich glaube auch, dass der menschlich auch in Ordnung ist. Was man manchmal sieht auf der Bühne, zeichnet ein anderes Bild, aber das ist auch wieder nur Wahrnehmungssache, meine eigene Wahrnehmung. Andere finden das toll, ich finde es wieder weniger toll, aber gut. Und wir haben da vorher diskutiert, also einer der Top-Favoriten war, und ich habe da eine Wette laufen gehabt, also nichts Großes, ein Kaltgetränk in einem Literglas, eine Wette laufen gehabt, dass ich gesagt habe, also der wird niemals, niemals Weltmeister, weil er überdreht. Er wird überdrehen. Und ich möchte mich jetzt nicht als überdrehen, ja, durch sein Acting auf der Bühne. Und ich will mir da jetzt nicht mit Sicherheit, bin ich da nicht der Prophet und der Alleswisser und ich will ja da nicht als Oberscheiß wichtig und Klugscheißer rüberkommen, aber ich beschäftige mich natürlich viel mit Dart und auf allen Ebenen und sehe mir auch viele Spiele an und auch viele Wiederholungen an und auch was die Spieler zwischen den Würfen machen und. Vielleicht schaue ich da ein bisschen anders hin wie manche andere. Und was ich da halt sehe ist, er kann sich super pushen, ja, aber er kommt nicht mehr runter. Das geht er einfach zu verbissen an. Ja. Und deswegen ist er meiner Meinung nach eben, hat er das Ziel halt nicht erreicht. Er ist ein fantastischer Dartspieler mit unglaublichen Fähigkeiten. Würde ich mir nie erlauben, dass ich das anzweifle. Und er wird jetzt aus der letzten Weltmeisterschaft mit Sicherheit einiges gelernt haben. Aber da hat man einfach eine Verbissenheit gesehen, die ihm in diesem Moment absolut geschadet hat. Wo man auch eine gewisse Ratlosigkeit gesehen hat, wo es nicht gelaufen ist. Und das sehe ich bei meinen Coaches, mit den Leuten, die ich zusammenarbeite, manchmal eben auch. Der Ehrgeiz ist groß. Absolut, absolut gut so. Finde ich auch gut so. Wie gesagt, ja, aber da am liebsten mit ehrgeizigen Leuten zusammen und nicht Leute, die sagen, ja, mir doch egal. Das macht keinen Sinn. Aber wenn das verbissen wird, verbissen, wenig Geduld, wenig Akzeptanz, wenn man sagt, ja gut, manche Sachen muss man akzeptieren und aus der Akzeptanz raus versuchen, dass man was verbessert, dann wird es halt auch schwierig für den Spieler, natürlich für mich als Coach genauso, aber auch für den Spieler schwierig. Und eben, wenn du ehrgeizig bist, versuche klar zu sein. Versuche deine Emotionen so gut wie möglich herauszuhalten bei der Analyse. Geh nicht alles zu verbissen an. Nicht unbedingt pressen wollen und akzeptiere eben, was schon wie gesagt, die Achterbahn des Spiels. Und du kommst auch wieder raus, wenn das einmal nicht so läuft. Und selbst im Spiel kannst du dir immer wieder sagen, jeder Dart, jeder einzelne Dart, jede einzelne Aufnahme kann ein Spiel komplett drehen. Du kannst fünfmal hintereinander 45 oder 26 werfen. Es spricht nichts dagegen, dass du dann 140 oder 180 ins Board nagelst. Warum? Natürlich kannst du das, machst du ja oft genug. Ja, aber nur dann, wenn du einfach nicht zu verbissen und nicht zu unbedingt, sondern mehr aus der inneren Ruhe raus, aus deiner eigenen,
dir selbst vertrauen und dir selbst in Situationen, wo es nicht so gut läuft, zu dir selbst sagst, hey, ich weiß, dass alles möglich ist. Alles im Positiven ist möglich. Ich muss es nicht erwarten. Das heißt, ich muss nicht erwarten, dass das jetzt passiert. Es muss passieren, sondern es kann passieren, weil ich es kann. Aber du brauchst das richtige Level dazu. Wenn du dich unbedingt und verbissen, du weißt, wenn man verbissen ist, wie fühlt sich da an? Du schüttest Adrenalin aus und das macht es eher nur schlechter. Verbissenheit kann über ganz, ganz kurzfristig was bringen, aber mittelfristig und langfristig zerstört dir das dein Spiel und lässt dich einfach eher verkrampfen und nimmt dir die Lockerheit. Ja. Versuche, ehrgeizig zu sein, ohne die Verbissenheit. Und wenn du aus einer anderen Sportart kommst, in der du in einer Situation, wie es nicht läuft, vielleicht einmal sagst, ja, ja gut, dann fahre ich die Blutgrätsche aus und oder schalt noch mehr einen Gang hoch und noch mehr Kampf und so, dann versuche das nicht im Data einzusetzen. Versuche dein Hirn einzusetzen. Das heißt nicht, dass die anderen kein Hirn haben, aber Dart braucht ein bisschen mehr Kopfarbeit, weil da der Körper nicht weiterhilft beim Pushen. So. Schachspieler wird ja auch nicht irgendwo versuchen, seinen Gegenspieler irgendwie da vom Stuhl zu grätschen. Ja. Nicht oft. Auf jeden Fall hoffe, du verstehst, was ich meine. Ehrgeiz ist sehr gut. Verbissenheit nimmt dir die Lockerheit am Spiel, zerstört dein lockeres Spiel, zerstört deinen Flow. Nur wenn du wirklich im Moment bist, so im Yin und Yang, in der inneren Ruhe, in der inneren Stärke, dir vertraust, deinem Equipment vertraust und selbst wenn es nicht läuft, das absolute Vertrauen darin hast, dass du sie jederzeit zum Guten wenden kannst. Ohne dass du unbedingt musst, sondern weil du es in dir trägst, die Stärke. Du brauchst du nicht verbissen zu sein. Du musst nicht verbissen sein, weil du weißt, du kannst es. Du beweist es jeden Tag im Training an Bord. Du hast schon einige Spiele gehabt, wo du es umsetzen hast können. Ja? Arbeite mit den positiven Erinnerungen und du musst nicht verbissen sein. Genieße das Spiel, vertraue auf dich selbst, struggle mit deinem Wurf. Wenn du mit dem Wurf Top-Ergebnisse schon erzielt hast, dann liegt es nicht an deinem Wurf, du musst nichts ändern. Es liegt nicht an deinen Darts, du musst nichts ändern. Und es liegt dann nicht an dem, dass du zu wenig verbissen bist und kämpfen. Ja? Du musst nicht kämpfen. Dart muss man nicht kämpfen. Bei Dart muss man smart sein. Ja? Nutze dein Potenzial hier, ja, und dann bringst du das auch ans Board. Sei nicht verbissen, sei locker, genieße das Spiel, genieße jeden Moment. Jeder Wurf und jede Aufnahme kann es zum Positiven drehen, wenn du dir vertraust. Servus.